Der letzte Vortrag kommt von Markus Wild, Professor für Philosophie an der Universität Basel. Markus Wild ist im Appenzellerland aufgewachsen in einer Gastwirtefamilie. Und hier fragen wir uns, wie können wir Tieren eine Stimme geben? Was dürfen wir hoffen für eine bessere Welt für Tiere? Markus Wild ist ein renommierter Tierethiker, der sich auf die moralische Behandlung von Tieren spezialisiert hat. Er ist international anerkannt für seine Beiträge zur Tierphilosophie und Tierrechtsbewegung. In seiner Arbeit betont er die Notwendigkeit der Anerkennung von Tierrechten und der moralischen Berücksichtigung von Tieren als empfindungsfähige Wesen mit eigenen Interessen und Bedürfnissen. Markus Wild hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, die sich mit Fragen der Tierethik und moralischen Verantwortung gegenüber Tieren und der Beziehung zwischen Menschen und Tieren befassen. Er ist auch außerhalb der Universität in verschiedenen Projekten und Organisationen aktiv, die sich für den Tierschutz und die Rechte von Tieren einsetzen. Seine Arbeit ist also nicht nur akademisch bedeutsam, sondern hat auch praktische Auswirkungen auf die Förderung eines ethischeren Umgangs mit Tieren in der Gesellschaft. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Okay, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank für die Einladung. Können mich alle gut verstehen? Ja, keine großen Nebengeräusche? Gut. Entschuldigung, bitte. Im ersten Referat hat Gary Bolliger uns etwas gesagt über die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch etwas darüber gesagt, dass wir in der Schweiz vielleicht weniger weit sind, als wir es gerne wären, wenn es um den Schutz von Tieren geht. Im zweiten Referat hat Franziska Seiler uns etwas darüber gesagt, dass ein wichtiger Fokus für die Tiere die Agrarpolitik wäre. Und dass es eigentlich darum gehen müsste, ein grundsätzlich neues Verständnis für die Agrarpolitik zu haben. Jetzt ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt nach diesen beiden Vorträgen? Weil ich Philosoph bin, werden Sie wahrscheinlich erwarten, dass ich etwas Philosophisches sagen würde. Das werde ich nicht tun. Ich werde Ihnen ein Märchen erzählen. Deshalb auch der Titel, die neuen Bremer Stadtmusikanten. Und es wird ganz am Ende auch um die Frage der politischen Vertretung von Tieren gehen. Sie kennen vermutlich dieses Märchen der Bremer Stadtmusikanten. Ich gehe später noch mal kurz darauf ein. Hier als Veranschaulichung die bekannte Statue von Gerhard Max, die vor dem Bremer Rathaus steht. Ich glaube, es ist nicht ganz unpassend, mit einem Märchen anzufangen. Und das meine ich jetzt gar nicht kritisch, weil ja auch die Zukunftsvision, die Utopie etwas mit Träumen ist erlaubt zu tun hat. Ich finde diese Zukunftsvision von auf das 2053 her von Swissvec sehr, sehr schön, weil sie beginnt mit einem Ausblick, wie könnte eine Zukunft aussehen. Und wenn man sich durch diese Vision durchliest, versucht sie immer konkreter zu werden, was könnten die Ziele sein, um das zu realisieren. Und ich glaube, darin zeigen sich zwei wichtige Änderungen in der Tierschutz- und Tierrechtsbewegung in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern. Erstens versuchen wir, auf eine vielleicht utopische, aber positive Zukunft hinzudenken. Es geht nicht mehr nur allein darum zu zeigen, was jetzt schlimm ist, es gibt genug davon, sondern es geht darum, was könnte tatsächlich ein utopisches oder vielleicht auch erreichbares Ziel sein. Das ist der erste Wechsel. Das Zeichnen eines positiven Bildes, das finde ich hier sehr schön in dieser Vision. Und das Zweite, das wird in der Philosophie oder in der Tierethik manchmal als political turn, politische Wende in der Tierethik bezeichnet. Also die klassische Tierethik richtet sich an den Einzelnen, an die Einzelne und macht Vorschläge, wie man sein Leben führen kann, um tierfreundlicher zu leben. Das ist eine wichtige Sache. Aber letztlich ist es ein Ansatz, der die Verantwortung ganz an die Einzelnen schiebt. Und wir wissen, dass dieser Ansatz eben nicht nur zugunsten der Tiere spricht,
Weil das ist genau oft ein Move, den wir in den politischen Diskussionen haben. Ja. Zuletzt muss halt der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin entscheiden. Und das ist eigentlich ein Wegschieben der Verantwortung. Und im Political Turn ist stärker, dass man versucht, die politischen Stellschrauben zu finden, an denen man etwas tatsächlich verändern kann. Und ich glaube, eine große Herausforderung ist erstens für die ganzen Tierschutz-, Tierrechts- und so weiter Organisationen in der Schweiz, wie geht das? Wie lernen wir das? Wie kommen wir dahin? Ja. Und in den letzten Jahren haben sich in die Richtung Bewegungen gezeigt. Das ist sehr erfreulich. Und das Zweite ist auch, neben wie geht das, wie kommen wir dahin, was wären Ansatzpunkte? Und ich werde ganz am Schluss etwas zu diesen Ansatzpunkten sagen. Und da wird es auch eine große Überschneidung mit meiner Vorrednerin geben, bei einem dieser Ansatzpunkte. Aber bevor ich dahin komme, zum Märchen. Kurz zur Erinnerung, das ist der Beginn dieses bekannten Märchens aus der Sammlung der Brüder Grimm. Es beginnt so. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, sodass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr darein, ihn aus dem Futter zu schaffen. Aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könne er ja Stadtmusikant werden. Zwei Dinge möchte ich kurz hervorheben. Erstens die Formulierung, ihn aus dem Futter zu schaffen. Wir haben bereits im Vorreferat gehört, dass die Verbalisierung und die Zahlen manchmal etwas verdecken. Was der Herr meint, ist einfach Kostensparen durch Tötung. Das ist gemeint mit aus dem Futter schaffen. Das ist eine alte Geschichte. Das Zweite ist, der Esel möchte offenbar etwas, was für Esel ein seltsamer Plan ist. Er möchte Musiker werden. Das heißt, er hat eine bestimmte Utopie. Wenn Sie sich jetzt dieses Märchen ein bisschen genauer anschauen, und ich habe hier das schematisch in 5 Schritte aufgeteilt. Ja, es beginnt mit diesem Packesel, der zieht Richtung Bremen. Als nächstes trifft er einen Jagdhund. Der Jagdhund sagt, ja, ich bin alt geworden, ich bin nicht mehr so gut beim Aufspüren von Wild und der Jäger möchte mich erschießen. Und der Esel sagt, ja, komm doch mit, wir gehen nach Bremen und werden Musikanten. Als nächstes treffen beide die Hofkatze. Die Hofkatze ist schon alt, liegt lieber unterm Ofen und schnurrt und fängt keine Mäuse mehr. Und die Herrin hat beschlossen, die Hofkatze zu töten, weil sie ja keine Mäuse mehr fängt. Also überzeugen sie auch, die Katze mitzukommen. Und ganz am Schluss finden sie noch einen Hahn, der schreit aus Leibeskräften auf dem Hof. Sie fragen, was schreist du so rum? Und er meint, ja, morgen kommen Verwandte, sie wollen mich in den Topf werfen und ich schreie noch, solange es geht. Und sie finden, no, du hast eine schöne Stimme, komm doch mit nach Bremen, wir werden hier Stadtmusikanten. Das Schema ist, die Tiere werden alt, sie verlieren ihre Funktion, sie werden mit Tod und Mühsam bedroht, sie fliehen und sie entwickeln eine überraschende Vision. Sie machen sich auf den Weg und weil der Weg nach Bremen sehr lang ist, das Problem ist, sie haben keine Ahnung, wie lang der Weg ist. Niemand von denen weiß, wie es nach Bremen geht. Sie gehen einfach in eine Richtung und denken, da muss es sein. Wird es dunkel, sie gelangen in einen Wald und beginnen zu schlafen. Aber es ist sehr ungemütlich, es ist kalt, der Hund hat Hunger, der Hahn auch, sie sind nicht richtig zufrieden. Sie entdecken aber im Wald ein kleines Lichtlein, nähern sich diesem Lichtlein und in diesem Haus befinden sich Räuber, die vor einer reich gedeckten Tafel sind. Die Tiere überlegen, wie sie an diese reich gedeckte Tafel kommen könnten. Also bauen sie auf Ratschlag des Esels diese berühmte Pyramide. Der Esel zuunterst, der Hund, die Katze, der Hahn, stellen sich vor dem Fenster auf, alle machen so viel Geschrei, wie es geht, brechen durch das Fenster herein und die Räuber verlassen das Haus in Panik. Das ist der dritte Punkt, die Eroberung des Hauses durch die Tierpyramide. Die Räuber sammeln sich aber wieder und überlegen, na, vielleicht haben wir uns zu schnell ins Boxhorn jagen lassen. Sie schicken einen Kundschafter, der nähert sich dem Haus, der wird zuerst von der Katze gekratzt, dann vom Hund gebissen, dann vom Esel getreten und auf dem Dach ruft der Hahn Kikeriki.
Der Räuber kehrt zurück und sagt, ganz schlimm, da ist eine Hexe, die hat mich gekratzt. Da ist ein Typ mit einem Messer, der hat mich geschnitten. Und da ist irgendein Riese mit einem Knüppel, der hat mich geprügelt. Und ganz oben sitzt jemand, der ruft an den Galgen mit ihm. Also sind die Tiere weg, die Räuber weg und die Tiere sind im Haus geblieben. Das ist der fünfte Punkt. Sie sind nie nach Bremen gekommen. Das ist der wichtige Teil an diesem Märchen. Sie wollten nach Bremen, das war eine schöne Vision, sie sind aber nie dorthin gekommen. Wenn man die Bremer Stadtmusikanten zusammennimmt, dann enthalten sie eigentlich eine gewisse Analyse des Zustandes von Vereinigungen und Menschen, die sich für die Anliegen von Tieren einsetzen. Sie analysieren zuerst ihren Ist-Zustand und sie machen das relativ schonungslos. Ich bin alt, ich bin nutzlos, ich werde getötet, ich muss weg, sonst endet es schlimm. Sie entwickeln eine bestimmte Vision, sie wollen Stadtmusikanten in Bremen werden. Das ist eine schöne Vision, aber vielleicht nicht unbedingt das, was zu den Tieren passt. Wichtig, drittens ist der Esel als Rädelsführer. Was sind eigentlich die Tugenden des Esels, die dazu führen, dass es den Tieren am Schluss doch gut geht? Viertens, die Tierpyramide ist der entscheidende strategische Schachzug, damit sie das Haus erobern können. Und schließlich kommt die Besetzung des Hauses. Ich möchte nun diesen verschiedenen Zuständen ein bisschen nachgehen und mit dem Ist-Zustand anfangen. Das sind Arbeitstiere. Weil sie nicht mehr funktionstüchtig sind, kommt eine Tötungsdrohung und sie fliehen. Hier ist ein Auszug aus dem Handbuch Tierethik von 2018. Ich bin nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, die Bremer Stadtmusikanten in tierethischen Zusammenhängen zu missbrauchen. Da steht, geschichtlich sind die Heimtiere ihrer Rolle nach als Haustier dadurch entwachsen, dass sie aus allen Funktionen entlassen wurden, da sie im vorindustriellen ländlichen Kontext noch hatten. Vergleiche die Todesdrohung gegen Hund und Katze im Grimmischen Märchen von den Stadtmusikanten, weil sie nicht mehr jagen bzw. Mäuse fangen können. Dieser Eintrag zieht mit Bezug auf Hund und Katze eine positive Bilanz, wo wir hingekommen sind. Ja? Sie sind aus den Funktionen entlassen, Hund und Katze, und deshalb sind es nicht mehr nur Nutztiere, sondern wir kümmern uns heute sehr stark um Hunde und Katzen. Ist also insofern eine gesellschaftliche und rechtliche Verbesserung. Im Vergleich zur Zeit des Märchens haben wir eine Verbesserung erreicht. Gleichzeitig können wir diesen Zustand aber auch pessimistisch beschreiben. Ja, das war eine optimistische Beschreibung. Die pessimistische Beschreibung lautet, wir haben ein Katzenelend, es sind sehr viele Katzen unterwegs, sie sind nicht kastriert, sie reproduzieren sich unkontrolliert, das führt zu großen Krankheiten und Vernachlässigungen. Ich habe erst vor 3 Wochen eine kranke Katze auf einem Bauernhof gefunden, an ein Tierspital gebracht und es wurde festgestellt, diese Katze ist nicht mehr lebensfähig. Aber im Bauernhof wäre sie nicht behandelt worden. Ja, und das ist kein Ausnahmefall, das ist der Normalzustand für viele Katzen. Also so optimistisch ist es nicht. Jagdhunde gibt es nach wie vor, ja, auch wenn die in der Schweiz vielleicht nicht so ein unangenehmes Leben haben wie die Galgos in Spanien, ist es trotzdem noch ein Nutztier, das einem starken Druck unterworfen wird. Und wir haben vielleicht andere Probleme mit Hunden, was ihre Gesundheit und ihr Gewicht anbelangt. Das heißt, wir können den Ist-Zustand sowohl pessimistisch als auch optimistisch beschreiben. Und dazu möchte ich ganz kurz einen Exkurs machen über Pessimismus, eine Zwischenüberlegung. Und ich blende hier extra Schopenhauer ein. Schopenhauer ist der Pessimist in der Philosophie und das sieht man ihm auch an. Aber ich glaube, wir müssen unterschiedliche Arten von Pessimismus differenzieren. Es gibt nicht den Pessimismus. Ich unterscheide gern 4 Arten, den Zustandspessimismus, Zukunft, den psychologischen und den strategischen Pessimismus. Der Zustandspessimismus weist darauf hin, dass irgendetwas X im Moment schlecht eingerichtet ist. Es gibt manchmal viele Gründe, über den aktuellen Zustand pessimistisch zu sein. Ich glaube, die Vorrednerreferate waren pessimistisch über den Ist-Zustand. Ja, da kann man mehr machen und die Landwirtschaftspolitik hat falsche Anreize. Der Zukunftspessimismus funktioniert ganz anders. Ja, ich sehe nicht, dass sich X positiv entwickeln wird. Ja, X ist grauenhaft und es wird auch grauenhaft bleiben.
Der psychologische Pessimismus ist eher eine Aussage über den eigenen Charakter, den eigenen Zugang zur Welt. Ich neige eher zu Ängstlichkeit, Vorsicht, Betonung des Negativen. Also ein psychologischer Pessimist. Und schließlich, Sie kennen vielleicht den Zweckoptimisten, es gibt natürlich auch den Zweckpessimisten. Das ist der strategische Pessimismus, der gerne sagt, ah, bloß nicht zu viel Hoffnung machen. Das sind Leute, die nicht gerne enttäuscht werden oder auch nicht gerne Fortschritte machen, benutzen Pessimismus oft strategisch. Selbstverständlich kann ich das auch alles umkehren und daraus Optimismus machen. Ja, ich kann den Ist-Zustand optimistisch beschreiben. X ist super eingerichtet, das beste Gesetz der Welt. Zukunftsoptimismus, ja, wir werden weiter Fortschritte machen. Psychologischer Optimismus, man muss positiv denken, nicht negativ. Negativdenker sind schlechte Menschen. Strategischer Optimismus, wir müssen nur glauben, dass es gut wird, dann wird es gut. Ja. Alles in allem bin ich der Auffassung, dass Optimismus zusammengenommen die schädlichere Perspektive auf die Welt ist als Pessimismus. Die meisten Leute haben meines Erachtens die umgekehrte Einstellung. Ich glaube, alles in allem ist Optimismus die schädlichere Einstellung auf die Welt. Was wir aber aus dieser jetzt ein bisschen Schwimmübung, Trockenschwimmübung machen können, ist, dass wir die Dinge kombinieren können. Sie können daraus einen Poptimismus, einen Peptimismus machen. Was immer Sie wollen. Und hier ist mein Vorschlag, was wir brauchen. Wir brauchen einen Zustandspessimismus. Wir müssen auf die Dinge hinweisen, wo es den Tieren schlecht geht. Ich werde nachher gleich noch etwas Spezifisches dazu sagen. Wir sollten nicht mit der Gießkanne sagen, wo es ihnen schlecht geht, sondern fokussiert sagen, wo es ihnen schlecht geht. Dazu komme ich gleich noch. Zukunftsoptimismus. Der ist idealtypisch in der Vision von Swissvec ausgedrückt. Ja? Ich sehe, dass sich X positiv entwickeln kann. Und ich habe eine Idee dazu. Und ich habe sogar viele Ideen dazu. Aber es ist wichtig, dass wir, was die Psychologie anbelangt, immer Kombinationen von Charaktertypen haben, wenn wir planen. Ja? Optimistische und eher, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nörgelleute. Nörgelleute sind enorm wichtig, wenn wir in die Zukunft planen. Und schließlich brauchen wir sowohl strategisch als auch Pessimisten und Optimisten, ja, wir müssen unser Erwartungsmanagement handeln. So viel können wir in den Lebzeiten nicht mehr erwarten. Ich bin 53, meine statistische Lebenserwartung verlangt, dass ich meine Erwartungen bezüglich Tierschutz in der Schweiz so manage, dass ich am Ende nicht furchtbar enttäuscht bin auf dem Totenbett. Aber gleichzeitig brauche ich eine Form von strategischen Optimismus. Ja, es braucht ein bestimmtes Selbstvertrauen, dass man das schaffen kann. Gehen wir noch zu diesem kurzen Exkurs zurück zu den Visionen. Ja? Bei den Visionen weise ich nur auf ein Beispiel hin, die Swissvec-Vision. Klar, langfristig wollen wir eine vegane Schweiz. Das ist sozusagen Musik machen in Bremen. Ja? Eine komplett vegane Schweiz, was meinen wir mit vegan? Es geht uns darum, tierische Produkte durch Produkte zu ersetzen, die weitgehend ohne Tierleid hergestellt werden können und somit insgesamt für Mensch, Tier und Umwelt weniger schädlich sind. Das Ziel ist es, dass Tiere kein direkt und möglichst wenig indirekt durch uns Menschen verursachtes Leid mehr erfahren müssen. Das ist Bremen. Aber der wichtige Schritt ist der Zwischenschritt, das Räuberhaus. Also wie kommen wir auf dem Weg da weiter? Ja. Wichtig sind auch die Tugenden des Esels. Ja, das sind die Tugenden der analytischen Anlageanalyse. Man muss Ressourcen entdecken, Unabhängigkeit entwickeln, Ziele setzen, gegenseitige Unterstützung organisieren. Auch da glaube ich, dass viele Organisationen in der Schweiz auf einem guten Wege sind. Ja, hier wieder deshalb gelb das Zitat aus der Swissvec-Vision. Swissvecs Rolle in den letzten 30 Jahren hat sich bereits einiges getan. Dies auch dank der Arbeit von Swissvec und den erreichten Milestones, die Sie auf der Webseite finden. Als Verein konnte Swissvec immer mehr wachsen, was es uns ermöglicht hat, immer breiter aufgestellt zu sein und zugleich auch über mehr Expertise zu verfügen. Im Folgenden ein paar Gedanken dazu, was in den nächsten Jahren passiert. Das ist die Entwicklung bestimmter Tugenden, die wir brauchen, um wenigstens in die Nähe des Räuberhauses zu kommen. Und schließlich die Türpyramide. Ja, das ist Kooperation, Solidarität, gegenseitige Stärkung und Allianzen. Das betrifft nicht die Tiere selbst, das betrifft die Leute, die sich für Tiere engagieren. Und hier können wir wieder einige Stichworte aus der Swissvec-Vision nehmen. Die Öffentlichkeitsarbeit und die Bewusstseinsbildung, Lobbyarbeit und politischer Einfluss, Unterstützung bei der Umstellung auf eine andere Ernährung,
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Tier, Gesundheit als etwas verstehen, was den gewünschten Wandel bringt. Der entscheidende Punkt ist aber die Besetzung des Hauses. Wie kommt man in diese Zwischenstation? Ja? Wie entwickelt man Strategien, setzt Zwischenziele, um bestimmte Positionen halten zu können? Dazu eine kurze Bemerkung zu einer anderen Entwicklung in der Tierethik in der letzten Zeit. Ja, ich habe darauf hingewiesen, eine Entwicklung ist der sogenannte Political Turn, dass man sagt, die Tierethik muss nicht mehr nur auf Individuen und ihr Verhalten zielen, sondern auf politische Institutionen und die entsprechenden Stellschrauben. Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Entwicklung, dass politische Tierethik immer stärker versucht, nicht ideale Ziele zu formulieren. Es gibt die ideale politische Theorie, Ideal Political Theory, und die Non-Ideal, die nicht ideale politische Theorie. Um das an einem einfachen Beispiel zu veranschaulichen. Es gibt einen Philosophen, Gardner, der der Meinung ist, dass man Tieren nicht nur Mitleid und Empathie entgegenbringen soll, sondern dass Tiere auch Gerechtigkeitsansprüche haben. Ja, zum Beispiel kann man eine Umwelt wiederherstellen, in der Wölfe leben, und das ist ein Gerechtigkeitsanspruch, weil wir die Wölfe ausgerottet haben. Wir haben mit Tieren bestimmte Zuchtexperimente vorgenommen und es ist ein Gerechtigkeitsanliegen, die Körper der Tiere nicht weiter in diese Richtung zu entwickeln und so weiter. Das heißt, Tiere fallen als Gruppe auch unter Gerechtigkeitsanliegen. Und jetzt sagt Garner, die ideale Realisierung dieses Gerechtigkeitsanliegen wäre ungefähr die Vision von Swissvec. Das heißt, wir verstehen Tiere als Lebewesen mit Empfindungsfähigkeit und einem Recht auf Leben. Ja, das wäre die ideale Realisierung. Wenn wir aber schauen, was sind die politischen, gesellschaftlichen Diskussionen, dann werden wir wahrscheinlich das Recht auf Leben in absehbarer Zeit nicht als Bestandteil unserer politisch-rechtlichen und gesellschaftlichen Ordnung haben. Also suchen wir nach einem nicht idealen Zwischenhalt, und der nicht ideale Zwischenhalt muss sein, eine Umstellung der Landwirtschaft, die die Leidensfähigkeit der Tiere respektiert. Okay? Das wäre ein Zwischenziel, das sich vermutlich eher politisch umsetzen lässt, als das große Ziel eines Rechts auf Leben, das vollständig auf Tiere verzichtet. Was hier wichtig ist, ist der Unterschied zwischen dem ethisch Richtigen und dem politisch Richtigen. Ich sage bewusst nicht das politisch Machbare, weil das klingt immer so fies. Ja, eigentlich gibt es das ethisch Richtige und das traurigerweise, weil die Menschen so dumm sind, nur politisch Machbare. Das finde ich eine falsche Einstellung. Wir leben in einer Demokratie und in der Demokratie gibt es einen grundsätzlichen Respekt gegenüber pluralen Meinungen. Und deshalb ist eine Umsetzung der Ziele, die möglichst viele Leute gewinnen, nicht nur das politisch Machbare, sondern das politisch Richtige. Wenn Sie das ethisch Richtige direkt politisch umsetzen wollen, dann haben Sie wahrscheinlich eine Präferenz für eine andere politische Ordnung. So, nach diesen Vorbemerkungen komme ich zu zwei etwas konkreteren Punkten. Ja? Besetzung des Hauses, nochmal Strategien entwickeln, Zwischenziele setzen, die Position halten. Das ist, was die Tiere gemacht haben, anstatt nach Bremen zu gehen. Ich möchte zwei Punkte herausheben. Erstens Sichtbarkeit und Fokus. Hier wieder ein Zitat aus der Vision von Swissvec. In erster Linie hat das Sichtbarmachen der Tiere den Wandel beschleunigt. Diese Metapher des Blickfelds, des Sichtbarmachens, ist sehr wichtig in dieser Vision. Das wurde auch im Referat betont über die Landwirtschaft. Ja, machen wir die Zahlen wirklich sichtbar? Und das ist ein wichtiger Zusatz. Es geht nicht nur darum, die Tiere sichtbar zu machen, sondern es geht auch um die Sichtbarmachung zum Beispiel der Zahlen, unter die Tiere fallen, ja, die Transparenz in den Rechnungen. Also es scheint mir etwas sehr Wichtiges zu sein. Und das Zweite ist die Politik. Hier geht es um Lobbyarbeit und politischen Einfluss. Und zu diesen zwei Punkten möchte ich abschließend etwas sagen. Hier kommt der Teil, an dem ich mit dem Vorreferat sehr stark übereinstimme. Ja? Und deshalb habe ich hier dieses Tier in den Fokus genommen, den Hahn. Ich habe jetzt die anderen Tiere alle weggeschnitten und konzentriere mich auf den Hahn.
Tier ist eine Grafik, der Fleischmarkt im Überblick vom Proviant. Und diese Grafik wird auch von Swissvet benutzt. Und hier sehen wir sehr deutlich, der größte Teil von Tieren, die getötet werden in der Schweiz, sind im weitesten Sinne, sind immer die Hühner. Also die Hühner sind die armen Schweine in der Nutztierhaltung. Und die Hühner sind es im doppelten Sinn, nämlich als Fleischlieferantinnen und als Eierproduzentinnen. Und das macht die Hühner besonders attraktiv für eine Organisation wie Swissvet. Ja, es ist nicht nur die Fleischsache, es ist auch die Eiersache. Wir haben bei Hühnern mittlerweile sehr gute Zahlen, was das Wachstum anbelangt, ja, was die Probleme anbelangt mit der Futtermittelimporten. Das wurde im Referat vorher gesagt. Aber bei Hühnern wissen wir mittlerweile auch recht gut, wie schädlich die Haltung ist bezüglich des Tierwohls. Es gibt die eine Untersuchung der Universität Bern, die die meisten von Ihnen vielleicht aus den Medien kennen oder direkt kennen. Das ist bei hochleistungseierlegenden Hühnern das Problem, dass sie in der Haltung, wie wir sie haben, systematisch einfach Knochenbrüche haben. Das heißt, das ist ein sehr hohes Potenzial an Tierwohlverletzung. Und für das braucht man nicht einmal große Besatzungsdichten. Es reicht, die Rasse schlecht zu halten. Und wir können voraussehen, diese Hühner werden 1 bis 11 Knochenbrüche, das ist so die Bandbreite, haben. Und 90% von ihnen werden ein gebrochenes Brustbein oder ein angeknacktes Brustbein haben. Es ist kein Streit, dass das Hühnern nicht angenehm ist, ja, sondern dass das unangenehm ist. Also herrscht hier Handlungsbedarf. Das heißt, das Huhn bildet einen idealen Fokus für Fokussierung auf veganrelevante, tierrechtsrelevante und agrarwirtschaftsrelevante Anliegen. Weil so viel passiert bei den Tieren, auf Saint-Aubin wurde hingewiesen, kann es auch ein Fokus weiterer Aktionen sein. Und es hat sich auch gezeigt, zum Beispiel in der Kampagne bei der Massentierhaltung, dass gewisse Aussagen über Hühner, deshalb habe ich die oben nochmal hinprojiziert, ein A4-Blatt pro Huhn steht dem Huhn gesetzlich zur Verfügung, dass diese Art von Aussagen den Leuten sehr viel Eindruck gemacht haben. Und dass genau diese Art von Aussagen auch den sehr massiven Mythos des besten Tierschutzgesetzes ins Wanken bringt. Wir geben uns mit diesem Minimum zufrieden und behaupten sehenden Auges, dieses Minimum ist das Maximum, das auf diesem Planeten erreichbar ist. Deshalb glaube ich, ein Fokus würde sich hier sehr stark lohnen. Es gibt viele Probleme. Wir hatten vorher kurz angediskutiert, Insekten, ja. Also was Thierry gesagt hat, welche Tiere fallen eigentlich unter das Tierschutzgesetz? Wirbeltiere, nicht die Wirbellosen. Wir haben Probleme im Vollzug bei bestimmten Arten von Tierhaltung. Wir haben die Schwierigkeit der Tierversuche und so weiter. Auf allen Ebenen könnte man etwas machen, aber auf alle Ebenen etwas zu machen, stellt keine fokussierte Strategie dar. Mein Vorschlag ist tatsächlich, auf die Nutztierhaltung und darin auf ein besonders heikles Tier zu fokussieren, und das ist die Hühnerhaltung. Und mit der Hühnerhaltung, glaube ich, können Sie sehr viele Leute auf unterschiedlichen Ebenen erreichen. Und deshalb wäre es ideal, man hätte so eine Art Task Force Chicken für die nächsten Jahre, ja, die das zum Ziel macht und damit auch etwas ausarbeitet, was für den nächsten Punkt wichtig sein könnte. Das ist der letzte Punkt, Politik. So, hier habe ich ein Vorschlag, der heißt mehr Opportunismus wagen. Lassen Sie mich das zuspitzen mit dem Opportunismus. Wenn es darum geht, die Daseinsbedingungen von Tieren in der Schweiz zu verbessern, dann ist der politische Partner egal. Jeder politische Partner, jede politische Partnerin kann ein möglicher Hebel sein, um etwas vorwärts zu machen. Die natürlichen Partner, die natürlichen Partnerinnen, das zeigt auch das Ranking in dieser Tierpolitik, sind selbstverständlich die Grünen, ja, sind Grünliberale und so weiter. Aber wenn wir gucken, was die nächsten Wahlen bringen werden, dann wird der natürliche Partner verlieren. Es ist nicht vernünftig, ausschließlich auf den natürlichen Partner zu setzen, aus Sicht der Tiere, wenn der natürliche Partner politisch abgestraft wird. Es ist sehr viel vernünftiger, auf den nächsten natürlichen Partner zu setzen, der gewinnen wird
oder zunehmen wird. Und eine naheliegende Option ist, wenn die Voraussage stimmt, die SP. Die SP hat 2016 eine Gruppe Tierschutz eingerichtet und die hat 2016 zum letzten Mal ein Thesenpapier unter der Ägide von Daniel Josic verfasst. Und ich glaube, 2016 ist nicht mehr passiert. Das heißt, da liegt möglicherweise eine schlafende Märchenprinzessin, die man wachküssen könnte. Und man sollte diejenigen wachküssen, von denen man glaubt, dass sie politische Fahrt haben und nicht politischen Gegenwind. Eine dritte Möglichkeit, die deute ich hier nur an, ja, obwohl es eine kleine Partei ist, die Mitte, das ist nicht vielleicht aller präferierte Partei, ist dennoch trotz der Größe eine einflussreiche Partei. Und es ist diejenige Partei, die im Moment die meisten jungen Personen zur Verfügung stellt für die Wahl. Also der Zuwachs an Personen, die sich gerne ins Parlament wählen lassen wollen, ist in der Mitte am größten. Und auch der Zuwachs an jungen Frauen in der Mitte ist am stärksten im Vergleich zu anderen Parteien, außer die jungen Grünen und die Juso. Das heißt, auch die Mitte wäre etwas, bei dem man anklopfen könnte. Wie könnte man vorwärts machen? Und vorwärts machen muss man dann unter dem richtigen Stichwort. Ja, worum geht es uns? Jerry hat gesagt, uns geht es um Tierschutz. Ja, aber da ist die Antwort, haben wir ja schon. Ja. Jemand anders könnte sagen, uns geht es um die Interessen vegan lebender Menschen. Ja, ist jetzt nicht so die Wählerbasis für uns, aber danke. Ja. Naja, uns geht es um Ernährungssicherheit. Wir haben viele strukturelle Sicherheitsprobleme, Gesundheitsversorgung, Energieversorgung. Die nächste Katastrophe wird die Ernährungssicherheit sein. Und deshalb brauchen wir ein Papier, das Ernährungssicherheit bezüglich der Landwirtschaft und Tierwohl ausrichtet. Das ist ein besseres Stichwort, ja, für die Gewinnung von Allianzen jenseits der natürlichen Partnerparteien, die wir haben. Das ist das Erste. Das entspricht auch einem Punkt, der im Vorreferat erwähnt worden ist. Ja, es braucht eine größere Allianz. Und das Letzte, Sie sehen das hier, wenn Sie sehen in diesen vielen Erhebungen, was beschäftigt die Leute in der Schweiz politisch, ja, das ist Krankenkassenprämien, Energieversorgung, Klimawandel, Zuwanderung und so weiter. Und was hier wichtig wäre, ist das Thema Tier nicht nur in einem dieser Themen zu integrieren, sondern das Thema Tier als eigenständiges Problem auch zu pushen. Im Moment, und Nico Müller hat das in einem kleinen Essay sehr schön gesagt vor einigen Tagen, ja, wir haben einen Servalerutsch zu erwarten in der Schweiz. Das heißt, das Parlament wird noch tierunfreundlicher, als es eh schon ist. Aber die Reaktion kann nicht sein, aus der Politik zurückzugehen, sondern umso stärker in die Politik hineinzugehen und konkrete Lobbyarbeit zu leisten mit erstens Fokussierung, zweitens Suche von neuen Allianzen mit Parteien, die im Aufwind sind und drittens mit einer Betonung der Eigenständigkeit des Tierthemas und das Tierthema nicht zu stark in anderen zu verstecken, weil das zu gewissen Schwierigkeiten führen könnte. Das ist die Anregung, die ich geben möchte und das ist die Anregung, die auch die Mischung des Peppismus darstellen soll. Wir haben eine schlechte Situation. Die Situation wird schlechter werden politisch, ja. Aber genau das ist ein Grund, an dieser Stelle zuzulernen. Und ich glaube, der Fokus sollte verstärkt auf die politische Arbeit sein, nicht auf die Eventarbeit, nicht auf die individuelle Arbeit und so weiter, sondern die politische Arbeit. Da hat die Tierschutzbewegung am allermeisten zu lernen in den nächsten Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt sind wir schön vom Status quo und Herausforderungen Richtung Möglichkeiten für konkrete Schritte gekommen. Jetzt hat es wieder Zeit für Fragen. Christian ist wieder hier bereit mit dem Mikrofon, also einfach Hand heben und ja. Schon wieder eine. Sie haben gesagt, es macht Sinn, politisch auf Parteien zu setzen, die zulegen. Das leuchtet mir ein. Jetzt sehe ich da aber einen gewissen Widerspruch bei den Themen. Da sagen Sie, es lohnt sich jetzt weniger, zum Beispiel auf ein Thema zu setzen, das bewegt. Das wäre zum Beispiel der Klimawandel, drittoberste
Themenbewegung, oder? Und das neu einzubringen, das Thema Tiere, und das rangiert ja noch gar nirgends. Also das wäre ja dann wie so das, der Gegenpol, dass man hier auf ein Thema setzt, das gar nicht, noch gar nicht existent ist quasi. Mhm. Also ja, wie erklärt sich dieser Widerspruch dann? Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe ganz am Schluss gesagt, dass es ein Problem sein könnte, das als generelle Strategie zu verfolgen, die Tiere immer in ein anderes Thema mit einzuflechten. Wir haben das vorhin kurz gesehen in der Diskussion, wenn wir die Schweiz als Gebiet nehmen, dann kann es sein, dass man das Thema hat, ja, Tierhaltung in der Schweiz ist super relevant für den Klimawandel, durch die Methanausscheidung. Wir haben aber vorher eine Gegenstimme gehört, die sagt, ja, ist das wirklich so super relevant? Also ist das der richtige Haken, ja, um da einzusetzen? Und wir können schon sagen, global ist das wahr, ja, das trifft global zu. Das ist aber keine Schraube, die in der Schweiz weit dreht. Ja, da haben wir andere Schrauben, an denen wir ansetzen könnten. Deshalb, glaube ich, muss man sich sehr gut überlegen, mit welchen Themen man Kooperationen eingehen will, wenn man Tierinteressen vertritt. Ganz kleines Beispiel, in Basel war vor einigen Jahren diese Abstimmung über das sogenannte Ozeanium. Und dort haben wir sehr stark die Fische ins Zentrum gestellt. Und das war relativ simpel, weil wir viel Informationen über Fische liefern konnten, die die Leute nicht hatten. Es war aber auch simpel, das damit in Verbindung zu bringen, dass das Ozeanium sehr viel Energie braucht, dass wir Verkehrsprobleme haben werden, weil es ein Mehrverkehr erzeugt. Das war ein Thema, bei dem es absolut sinnvoll war, das mit anderen Themen in Beziehung zu bringen. Dann hatten wir in Basel ein bisschen später diese Sache mit den Tierrechten, ja, Grundrechte für Primaten. Und da wäre es, glaube ich, nicht klug gewesen zu sagen, ja, es gibt Probleme mit dem Regenwald, wo die wilden Gorillas wohnen und so weiter. Da würde ich das nicht mit dem in Verbindung bringen wollen, weil das ist ein eigenständiges Thema, von dem auch klar war, dass die Leute nicht sagen, ja Mann, Lebensrechte für Gorilla, wollte ich schon immer. Also das war klar, dass die Leute da kritisch sind. Ja. Aber obwohl sie es abgelehnt haben, das sage ich jetzt auch als Side Note zu dem, was Jerry gesagt hat, ein Nein in einer Volksinitiative ist nicht unbedingt ein Verlieren einer Abstimmung. Volksinitiativen in der Schweiz haben nicht nur die Aufgabe, gewonnen zu werden. Sie haben die Aufgabe, bestimmte Themen zu setzen und diese Themen vielleicht woanders Aufmerksamkeit zu geben. Und wo es viel Aufmerksamkeit gegeben hat, ist das Recht in der Schweiz auf der theoretischen Seite. Grundrechte für Tiere sind juristisch möglich. Das gibt es ein Bundesgerichtsurteil. Das ist ein Erfolg davon. Und wir hatten in Basel 3 Monate lang ein städtisches Philosophieseminar. Was mich persönlich gefreut hat, aber die Leute denken anders über dieses Thema nach. Also das ist das, was ich meinte. Und wenn wir in dieser Liste mit den Themen, die die Leute beschäftigen, ja, die Tiere nur verstecken, im Klima, in etwas anderem, dann werden sie ja politisch nicht wirklich sichtbar. Und ich glaube, die beste Art und Weise, diese sichtbar zu machen, ist in der Schweiz die Agrarpolitik. Und zwar eine Agrarpolitik, wo es sehr stark fokussiert ist. Nicht die Wissenschaft, das sage ich nicht, weil ich bei der Uni arbeite, ich habe da genug Diskussionen, auch nicht der Zirkus, auch nicht der Zoo. Die Agrarpolitik ist das, wo man Tiere als Tiere sichtbar machen kann. Also das war so die Idee, nicht ein generelles gar nicht, sondern ein generelles immer. Weitere Fragen? Danke dir vielmals, Markus. Ich habe eine Frage. Ich bin grundsätzlich sehr mit dir einverstanden, dass die Hühner offensichtlich das größte Problem sind. Wir haben auch bei der Initiative gegen Massentierhaltung versucht, die Hühner immer mitzudenken und darauf zu fokussieren. Ich glaube auch, dass wir hier eigentlich eine stärkere Gewichtung noch hinkriegen sollten. Meine Frage wäre, wenn wir jetzt emotional, psychologisch denken, sind die Hühner wahrscheinlich die Tiere in der Landwirtschaft, die den meisten Menschen am fernsten sind. Und wie würdest du diese Abwägung vornehmen und wie würdest du, was wären deine Ideen dafür, dass man das Huhn auch als Individuum und auch als Sympathieträger noch stärker betonen kann? Ja, danke. Ich habe eine relativ simple Idee dazu. Ich habe kurz, wir hatten schon darüber gesprochen. Wenn man zurückschaut in die 70er, 80er Jahre, wo diese
Priska hat das betont, die Schweinehaltung sehr stark kam, aber auch in gewisser Weise die Hühnerintensivhaltung wurde da teilweise auch ausprobiert. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Film aus den 70er Jahren, der Ratzebur, der sehr schön zeigt, wie ein Landwirtschaftsbetrieb darauf umstellt und Hühner und Schweine zu Tode kommen und die Familie regt sich auf, weil das nicht der Tradition entspricht. In gleicher Weise waren bei der Käfighaltung in der Schweiz auch relativ stark der Bäuerinnenverband. Nicht beide waren recht aktiv bei dem. Ja. Also subjektiv habe ich das in Erinnerung meiner Großmutter. Meine Großmutter war jetzt sicher keine Tierschützerin. Aber die Idee, dass Hühner auf Käfig leben, war für sie eine grauenhafte Vorstellung. Die hat pausenlos Hühner freigekauft und dann rannten die rum, die waren rosa und verknotet. Das sah hässlich aus, niemand wollte das sehen, aber die wurden dadurch sichtbar. Und ich habe das Gefühl, wenn man erzählt, dass es eine Geschichte davon gibt, sich für diese Tiere zu engagieren in der Schweiz, das hat sozusagen gute Schweizer Tradition, dann ist das Huhn in gewisser Weise ein Flaggschiff in der Schweizer Landwirtschaftspolitik, in der Sichtbarmachung, auch in der emotionalen. Und das wäre eine Möglichkeit, dass man das tatsächlich historisch denkt und auch sagt, auf der Gegenseite, wenn ich es Agrar so bezeichne, war das ein großes Anliegen? Ja, warum ist es das nicht mehr? Was ist dabei verloren gegangen? Und das spielen, und das finde ich nicht unwichtig, auch Wahlverhalten von Genderkategorien eine nicht unwesentliche Rolle. Also es war meine Großmutter und die Bäuerin und natürlich nicht mein Großvater und der Milcharbeiterverband, die das gemacht haben. Also in die Richtung würde ich gehen, durch eine gewisse Historisierung. Es gibt eine Tradition dafür in der Schweiz, das Huhn zu einem Flaggschiff für Tierschutzanliegen in der Landwirtschaft zu machen. Du hast bei den politischen Parteien diejenige ausgelassen, die den größten Wählanteil hat und auch am meisten zugewinnt. Ja. Das war bestimmt Absicht. Also du siehst da überhaupt keine Möglichkeit, weil ich denke, wenn man es gerade mit der Ernährungssouveränität argumentiert, das ist eine Partei, die auch Unabhängigkeit haben will vom Ausland, dann wäre doch das auch theoretisch etwas auf ihrer Schiene, das man vielleicht nutzen könnte. Ja. Die habe ich natürlich ausgelassen, die Schweizer Volkspartei, weil im Index bei Tierschutzanliegen rangiert sie am weitesten unten. Und ich glaube, das wäre nicht die erste Anlaufstelle. Aber es hat ja immer wieder einzelne Leute gegeben, vielleicht auch kommunal, die sich stärker dazu geäußert haben. Ja, die vielleicht auch in der Partei wichtig waren, wie zum Beispiel eine Person, die in Zürich recht bekannt ist aus der SVP, eigentlich einen vegetarischen Lebensstil pflegt, aber bezüglich der Partei das natürlich nicht zum Thema machen kann. Und ich glaube, das kann nicht die erste Anlaufstelle sein, weil die Opposition, die Selbstbestimmung von ganz rechtsbürgerlichen Parteien ist zu stark. Alles, was mit Tieren, Ernährung, Umweltschutz zu tun hat, ist Anathema. Ja, wir definieren uns als die Partei, die Fleisch verteidigt, die Tradition verteidigt und die ein bestimmtes Bild der Landwirtschaft verteidigt. Deshalb ist mein Eindruck, dass im Moment mit der rhetorischen Lagerbildung, das nicht ein natürlicher erster Schritt ist. Es wäre eine Verschiebung in Richtung Mitte. Und wenn man das Barometer nimmt, glaube ich, wäre die Mitte eine Möglichkeit, da einzusteigen, wenn man Personen kennt, die das portieren könnten. Aber bei der SVP bin ich im Moment skeptisch. Gibt es noch eine Frage? Okay. Gut. Dann vielen Dank nochmals für deinen Vortrag. Danke.